Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Satisfactory. Wir haben unseren Zug endlich fertig. Wir haben hier zwei bummnigelvolle Öltanks. Einen hier, den habe ich hier aufgebaut. Eine Raffinerie rangehängt. Die produziert eben Treibstoff mit Polymer. Und hier füllt sich der Treibstoff ein. So, das werden wir aber alles jetzt dann abreißen. Und werden wir nach oben da verfrachten. Was wir noch machen ist, der Anson, danke Anson AKB, hat mir wieder mal einen absolut geilen Tipp gegeben, nämlich dass auf der Strecke da, wo ich im vorigen Video war, eine neue Resource gleich aufscheint. Und die brauche ich dann auch für das... Die brauche ich dann auch. Rohquarz nehmen wir natürlich auch auf. Die brauche ich dann, auf jeden Fall. Das heißt, ich muss jetzt da irgendwie mal schnell... Geht's erstmal kurz zur Mom zurück. Ich weiß, das ist jetzt unnötig, weil ich da... Aber ich hab keinen Platz mehr. Ich bin voll. Voll. Und dann bauen wir mal... Versuchen wir mal irgendwie hier weiterzukommen. Wir werden uns mal dann die Produktion an... Gummi oben. Brauchen wir. Nach oben da legen mit einem Rohr rüber. Und habe ich genug mit für so ein Wanderrohr? Transportiere mich selbst? Ja, habe ich. Cool. Ich würde nämlich gern von hier bis darüber. Probieren wir es mal hier. Von da. Na, passt doch. Da. Nach. Und da. Das ist cool. Fehlt mir ein Rotor. Ja, der Rotor für den Übergang fehlt noch. Haha, den kann ich mal überholen. Der Rotor wird nämlich hier irgendwo produziert. Wenn wir mal geschwind machen. Rotor. Du bist ein Stator. Ah. Finster wie. Ich schon wissen. Da kommt der Stator rein. Die Lichteffekte sind schon sehr, sehr cool. Kabel. Erst wo habe ich denn diese Rotorboard? Die waren noch drüben. Ja, die waren da drüben noch. Sowas aber auch. Ja, genau hier. Hole ich mal gleich. Wir werden auch unser Mann jetzt umlegen, weil wir jetzt immer langsam schon ein bisschen im Popo, nennen wir es mal so. Können wir hier jetzt machen. Ich habe was freigeschalten, Schwefel, das habe ich vorgefunden. Das werden wir aber dann gleich, wenn wir nachher dann durchgehen. Ich schaue noch, was ich hier noch kann. Das Inventar ein bisschen Platz wird. Das. Nein. Aber das kann man herstellen. Da habe ich mich letztens damit schon gespielt. Das ist die DNA-Kapsel. Machen wir das. Achso. Ja, stimmt, da war. Also teilweise bin ich jetzt wirklich schon. Jetzt wird es langsam schon sehr kritisch. Brauche ich ja 5 davon. So. Und 100 von diesen Stabau. Die Eisenstäbe, die habe ich hier auch wo. Hui, da gibt es ja auch mein Lager-Ding hier. Okay, ich baue mir mit. Irgendwann lasse ich das Spiel mal die ganze Nacht laufen und dann fülle ich alles, was ich habe. Zerst alles, was ich habe, alles, komplett alles da rein.
Und dann lasse ich ihn einfach wieder anfüllen über die Nacht. Cool wäre es ja schon. So, geht's ja. Okay. 525 Rotor. Das habe ich letztens nämlich schon mal gebaut. Ich habe, damit ihr wisst, warum ich so rede. Ich habe den Part schon mal begonnen. Ich war auch, finde ich, gut dabei. Und habe aber dann irgendwie einen Scheiß gebaut. Und das war dann nicht, die Aufnahme war nicht mehr zu retten. Sagen wir so. Vielleicht habe ich auch was getrunken gehabt. Aber das weiß ich nicht genau. Und jedenfalls mache ich das gerade nochmal. Von daher weiß ich, dass das Ding cool ist. So, der Rest geht sich jetzt, glaube ich, noch nicht aus. Nee. Zwei Keiler und 20 Nüsse. Nüsse. Ja, da lässt sich aber fast schon drüber reden ein bisschen. Habe ich noch nie braucht eigentlich. Das sind so die Teile, die ich... Ah, oh, der Sessel ist kalt. Also nicht in-game, in Wirklichkeit. So, schauen wir mal, was haben wir jetzt noch? Machen wir das. Medizinischer Inhalator, ja. Ist okay. So. Habe ich jetzt nicht. War ja auch nicht. Also das wäre noch möglich. Inventarsplätze wäre cool. Ja, dann machen wir das da mal fertig. Wir machen ja sonst heute eh nicht so viel. Machen wir das mal fertig alles. So, 10. Dann brauchen wir 1000 Kabel. Das wird sich hoppala, im Inventar jetzt nicht ausgehen, eher unter. Also, ich habe Sachen mit. Sachen gibt's, die gibt's ja nicht. Sagt, hat da mal wer gesagt irgendwo. Weiß gar nicht mehr, wer das war. So, auf jeden Fall weiß ich, hier gibt's Kabel. Wir haben die 1000 Kabel mit. Hier 600, 800, 1000. Ich brauche echt mehr dies von diese Loop-Dinger da. Getcha. Ah, 600 Tastplätze mehr ist cool. Nehmen wir auch. Bis auf das eine haben wir jetzt alles hier. Cool. Was haben wir hier? Da brauchen wir dieses Mützelding da. Aber das ist alles noch nicht 100% notwendig. Da können wir noch schauen dann. Da hier. 10, 2, 4. Und noch 10 Nüsse. Oh, Kacke. Was wird der hier irgendwo sein? Läuft. Himbeeren. Wow. Zack. Also Alien-Himbeeren natürlich. Auch Elektroschnecken. Nope. Quarz.
Brauche ich 150 von den anderen da? Ich könnte dann die Festplatten scannen, oder was? Cool. Sind schon die Absturzteile? Jetzt brauchen wir 150 von dem. Aber ich habe Schneckis gefunden. Dem Objektscanner muss ich echt auch einmal irgendwann schauen. Und Schwefel geht noch nicht. Gut, dann werden wir jetzt einmal losgehen, aber wir werden jetzt trotzdem uns dieses Ding herstellen. Geht das? Haben wir genug dafür? Ah. So. Viel mehr von dem Quarzzeug habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Aus 3. Tauschen wir die zweimal. Rein mit den Bolzen. So. Energieschneckenscanner. Ja, so ein Pieps, den kenne ich von Icarus. Also wirklich begeistert war ich davon nie. So, schau mal, habe ich jetzt genug? Habe ich alles mit? Ja. Echt, ich muss alles da ausräumen, um mal zu dem komischen Ding. Ich muss irgendwann eine Strecke durchziehen, wo alles in so einen Schredder reinrennt. Oder wenn wir das abreißen da, wo ist das? Da unten, da. Schaut gut aus, so. Okay, wir haben jetzt mal das meiste hier gemacht. Jetzt holen wir sich mal kurz die Mats. Jetzt schießen wir mal auf den großen.
Ja. Vermutlich gibt es da noch wesentlich bessere Waffen. Sagen wir so. So, in dem Video hat man da Anson gesagt, da wo ich mich da vollgefressen habe, da war in der Umgebung was und ich habe mich da vollgefressen. Und ich habe es auch vorher schon geschaut, ich sag's gleich. Und gleich links daneben war Schwefel. Hier. Habe ich irgendwie nicht gesehen. Sollte ich jetzt mal erforschen? Und danach zu scannen, aber ich brauche einen Cadmium oder so. Oh, hallo. Okay. Und dann habe ich gesehen, dass hier ein Erz ist. Caterium. Sorry für den Verwechslung, das andere war in No Man's Sky. New technologies can be developed based on this new superconductive gold-like element, primarily in power and electronics. A new research tree can now be accessed in the MAM. Ich hoffe, ich kann da jetzt wirklich gleich mehr erforschen. Da drüben ist doch so ein Grat, ich sollte echt mal mehr ablaufen. Aber es macht so Spaß, dass wirklich so... Wie viele schon gesagt haben, man kann das Spiel, jeder kann das Spiel spielen, wie er mag. Da gibt es ja keinen Muss dafür. Und ich mag das einfach, wenn ich so ein bisschen so über die Map halt marschieren kann. Was ist denn das hier? Was habe ich denn da wieder gemacht? Ach, echt, ich sollte echt nicht... Ja. Gut. Und ich mag das halt, wenn ich so nacheinander wirklich alles so durchchecken kann. Kanal Kalk hier. Und in der Mitte ist da ja nichts, aber da könnte man urcoole Fabrik reinbauen. In den Krater. Und das? Achso, Quarz. So eine Quarzader habe ich noch keine entdeckt. Ich muss das bis jetzt immer händisch abbauen. Das stört mich jetzt nicht so. Zweimal das. Ja. Gut, so weit, so gut. Dann marschieren wir jetzt mal mit unseren zwei neuen Ärzten zur Mom. Mom! Und schauen mal, was wir da tun können. Das da oben war cool als Ankommensstrecke, um zu sehen, was auf einen zukommt. Aber jetzt, muss ich ehrlich sagen, bräuchte ich es nicht mehr. Ich werde das wieder wegreißen. Wie viele Erzsorten liegen da rum? Was ist ein Sam-Erz? Serious Sam? Da oben. Was macht das Teil? Ah, Giftpflanze. Ui.
Meins. Ach du Kacke. Ja, das wird jetzt nichts. Aha. Das waren 4 Treffer. Okay, das war nicht so 2 Schuss-Ding wie die anderen. Gut zu wissen. Harvey Holster, rein mit uns! Geronimo! Zack! Tada! So, jetzt haben wir alles da freigeschaltet. Na bitte! Alien-Organismen, gut, das geht nicht. Bakterium. Bitte Draht. Den da. Was braucht er dafür? Habe ich jetzt auch nicht mitgenommen, das hätte ich aber mitnehmen können, nicht Koffer. Da brauche ich eine rosane. Und da muss ich noch ein bisschen schauen. Schwefel. Was gibst du her? Tada! Schwarzpulver. Kohle und Schwefel vermutlich ist das. Ja. Nobelisken zündet, das ist ein Boom. Gut. Kann ich jetzt? Jawohl. Such mal. Zeig mir. Zeig es mir. Zeig es mir. Ist jetzt ja gar nicht so weit. Ja. Ich muss jetzt gleich vor mir kommen.
Jetzt hab ich gerissen, wo ist er? Ich sehe da nie was. Was baue ich denn da ab jetzt? Ich meine, Carterium-Erz, okay, aber das große Stein, den kleinen Stein? Das ist ja lästig. Das ist genau das gleiche jetzt wie bei dem Ölvorkommen. Wo ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, wie das funktionieren soll. Wie komme ich da rein in diese zugemachten Dinge? Das ist mir nämlich irgendwie schon ein bisschen ein Rätsel. Alter. Ich muss mich hier mal ein bisschen. Ich habe so viel mit, aber ich habe eigentlich nichts mit. Das ist ja das Problem. Aha, dann nehmen wir die schlechten zuerst. Schlechteren. Das ist ärgerlich, damit ich da. Das ist wirklich ärgerlich, dass ich da nicht mit habe. Diese zwei, drei Eisenplatten. Wirklich nervend. Shop-Produkte und Turbodraht bei 50 von diesen Dinger. Ah, 3 pro, das ist aber fies. Jetzt kann ich dort auf. Das hat mich vorher schon interessiert mal.
Ja, es dauert noch zu lange. Wie viel brauche ich dafür? 50. So, ein modularer Rahmen brauchen wir auch zwei noch dazu. Da haben wir eigentlich nur drei. Und Käse auch. So, sieben. Passt, gehen wir. Schauen wir zuerst sich jetzt aber nach. Ja, wir haben alles. Schwefel haben wir auch noch nicht durchgeschaut. Aber ist schon mal wirklich gut so, finde ich. Bin ich blöd? Bist du fertig? Servus, da haben wir aber noch ordentlich Reisen jetzt rein. Scheiße, jetzt bin ich da unten. Lass mich raten, ich habe nicht mit für Bauer genommen für das. Oh, ah, viel geht's hier nicht aus. Zack. Ach Gott. Manchmal läuft's so gut, manchmal läuft's überhaupt nicht. Kannst mich in Popo treten, dann fliege ich da leicht darüber. Oh, Schnecke. Später. Nicht genug Platz, oder? Muss da gleich mal aussortieren. Also gibt es ja wieder Sachen, die nicht so notwendig sind, sagen wir so. So, ein paar noch, damit man die Forschung abschließen kann.
Achso. So, die 50 haben wir schon mal. So, jetzt müsste ich da reinkommen. Was ist denn? Okay, eine Festplatte, nicht? Data on the hard drive has been salvaged and can be repurposed to unlock an alternate recipe. Salvaging more hard drives will provide additional alternate recipes. Ich finde das super. Ihr habt so viele Sachen schwer zu machen. Aber ich wollte eher da eigentlich gerade die Kraftwerke jetzt bauen. Diese Treibstoffstromwerke, weil ich da oben jetzt so viel Öl kriege. Also tonnenweise eigentlich Öl. Aber jetzt machen wir mal was anderes. Jetzt bauen wir dann eben genau das, was wir brauchen. Wir werden dann einen Schmelzofen, brauchen wir dann nicht, eine Gießerei, eine Raffinerie hinbauen. Haben wir eh genug, warte mal. Ja, genau. Ja, genau. Nein, ich komme nicht auf. So, los. Betäubungsstachel, wozu? Wenn wollen wir eh gleich alles töten. So, wo ist jetzt dieses Turbodraht? Okay. Ich brauche also anscheinend einen Barren nur. Gibt es hier irgendwo diesen Meilenstein? Mit dem Treibstoffgenerator. Ah! Aha, gut. Wir holen uns, das holen wir sich so. So, wir brauchen den Computer, sehe ich jetzt gerade, den verstärkten Rahmen hätten wir ja, glaube ich. Fuck. Fuck, 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 fuck it. So, der rauscht steht schnell rein, aber da braucht es auf jeden Fall high-leveligeres Zeug, weil sonst brauchen wir da ein bisschen gar lang. Das schaut nämlich irgendwann nach sowas aus. Im Prinzip finde ich cool.
dass das nicht alles immer gleich so easy cheesy tonnenweise geht. Das finde ich wirklich gut. Aber da geht es immer gleich um ein paar tausend runter. Schauen wir geschwind nach, ob wir da oben die Dinge haben. Diese verstärkten Würfel. Wie viel haben wir denn von die da? Genug. Computer fehlen wir, diese komischen Tankdinger, da haben wir. Fehlen wir 200, aber ist wurscht. Das andere mit Gummi können wir kaufen. Abgekleidet. Passt. So, dann brauchen wir jetzt den einmal. Und den einmal. So. Und tschüss, so. Milestone reached. Das heißt, the fuel generator will match power generation to the increased consumption of recently acquired technologies and buildings. Additionally, improved conveyor belts and lifts can now be constructed. Caterium scanning unlocked. So, schauen wir mal. Sind schon wieder bei einer Dreiviertelstunde. Und werden wir hier jetzt nur mehr schauen, was wir noch tun können. Aber, weil im Prinzip, fehlen mir 50-50 von den Dingen, um hier ein Kraftwerk aufzubauen, aber das denke ich, kriegen wir im nächsten Part hin. Ich will jetzt noch schon was anderes schauen, weil eigentlich brauche ich ja da herüben die Gummi. Eigentlich brauche ich es ja nur hier. Für den, was wir brauchen, hier brauche ich. Habe ich. Braucht man nur den Gummi eigentlich. Der restliche Manufaktor. Haben wir Kabel, kriegen wir auch. Ja, dann würde ich mal sagen, wir brauchen den Gummi darin. Okay. Gut, dann gehen wir da rein. Schwupp. Was? Pack den, treff den einfach nicht, keine Ahnung. Gut, warum bauen wir die Kraftwerke? Wir könnten das auch hierher wo stellen, dass wir es nicht allzu weit ziehen müssen. Ja, bauen wir die Raffinerie mal hier auf. Einfach hier. Mitten her. Da das rundum Platz ist, um was eventuell zu bauen, zu machen. So. Ja, dann brauchen wir mal auf, von dem her. Ja, von dem hier. Das, wenn wir, das reißen wir hier sowieso ab dann. Also ist eh egal.
So. 5. Und von hier brauchen wir jetzt einen Ölanschluss. Rohr ist zu lang, ja, das kenne ich. Scheiße, wo tue ich das jetzt hin? Ich mache das nur, bis dann Öl leer ist, weil ich werde die Tanker beim nächsten Part, die Tanks hier umstellen. Also ich werde das bleibt jetzt garantiert nicht so. Das ist jetzt nur mal, damit ich mal genug habe, um weiterzukommen mit dem Zeug. So. Du produzierst jetzt das. Fuck. Falsches Rohr. Was hab ich mir denn da jetzt wieder da? Ach Gott. Da war ja da hinten irgendwo ein Ding. Da links. Na, da rechts. Ah, da, ja. Ich weiß schon wieder. Vortex. Tractor. Ah! Scheiße! Scheiße, wirklich. Naja, gut, aber wir haben ja in dem Fall wenigstens in dem Part schon Schwefloch in der Nähe. Ich schau mal. Nicht so arg weit weg. Geht. Geronimo! Man müsste wirklich die Überproduktion irgendwie umleiten können. Ich glaube auch, was mir gesagt hat, das geht dann irgendwie, aber es geht halt jetzt noch nicht. Ich kriege das noch nicht hin. Letzter Zeit brauche ich das öfter. Das muss ich jetzt mal wieder. Ah, wenn ich die ganze Überproduktion mit den umleiten könnte, das wäre cool. Aber der ist ja irrsinnig schnell bei, weiß nicht wie viel Millionen, was der braucht für einen Coupon. Ich hoffe, da gibt es eine Obergrenze. Wobei das Spiel ist so riesig, dass ich nicht glaube. Tja, seht ihr? Der lernt nicht. Das ist ja Wahnsinn. Der lernt das einfach nicht. Das ist sehr schlimm. So. Wasser. Wasser. Ich sag, darf ich nicht so viel Höhenmeter machen mit dem Ding? Bergab wahrscheinlich schon.
Ich baue das eh nochmal anders, aber ich will jetzt einfach nur, dass der produzieren kann. Fehlt mir ein Kabel. Das gibt's ja nicht. Oder? Das ist ja zum blöd werden. Aber das bauen, das hole ich mir jetzt noch. Sind das bei 52 Minuten? Da habe ich schon längere Parts gehabt. Hopp! Oh, na doch nicht. So. So, jetzt müsste Wasser kommen irgendwann. Langsam, aber sicher. Bringt er den dann immer rein? Da kommt was. Ganz wenig. Brauche ich da so eine Pumpe dafür? Kommt eher ein bisschen was nach, aber es ist ja das eben nicht zu viel, ne? Da wird es arg sein, schau. So, wie ist das jetzt? Was, mir ist gesagt, wenn die Pumpe sagt man dann eher ungefähr mit dem blauen Strich oder was? Ich weiß jetzt noch nicht, was man jetzt damit sagt. Nur die Flussrichtung oder? Dass noch kein Wasser ankommt. Machen wir da einen Pumpe ran. Da. Machen wir eine ran. So.
kommt schon ein bisschen Wasser, schau. Sehr gut. Und damit es nicht ganz unnötig rennt, werde ich jetzt einen kleinen herstellen, der nochmal die Stacks auffangt schnell. Ja, so Leute, das passt. Danke fürs Zuschauen, das war's. Da hinten schaut es auch cool aus. Wir sind richtig weit jetzt schon hier kommen. Wir müssen das immer alles abreißen. Ich werde das auf jeden Fall neu bauen. Aber zuerst hätte ich gerne mal ein Kraftwerk. Also brauche ich mal dieses Katerium. Und dann möchte ich hier das ein bisschen geordneter machen. Weil im Prinzip bräuchte ich ja nicht nur eine Raffinerie hier. Brauche ja viele. Eine gibt Öl. Einer kriegt Wasser und das ist eigentlich das gleiche, was wir jetzt haben. Ja. Die kriegt Öl, also kriegen zuführen, tun sie nur dessen, das ist ein Müll. Ja, also ja, ein paar. 4, 5. Wahrscheinlich noch. Da brauchen wir mehr Strom. Gut, Leute, das war's. Danke fürs Zuschauen. Wir haben Katerium gefunden, Schwefel gefunden. Weiter geht's im nächsten Part. Leute, bis zum nächsten Mal. Aber like, comment, nichts vergessen. Bam. Bis dann und...